Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto, Leute. Wir sind bei Episode 18 angekommen, ja. Und ich muss schon sagen, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Die Serie macht extrem Spaß, weil die letzten drei Folgen waren so crazy, Alter. Es ist wirklich viel passiert, ja. Es ist wirklich viel passiert. Und die Folgen werden gefühlt immer besser und besser und besser. Und ey, es passieren Sachen, die ich nicht hervorsehen kann, was ich schön finde. Das Einzige, was ich mir gerade wünsche, ist halt eine Sakura-Folge. Aber ansonsten bin ich open, Freunde. Ich bin open für alles, ja. Man kann es nicht predikten, weil einfach immer irgendwas passiert. Und die Folgen bis jetzt wirklich sehr, sehr angenehm zu schauen waren, ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir schauen noch kurz rein, wie ihr das Ganze hier schauen könnt. Und dann würde ich sagen, gucken wir in die Folge rein. Ja, Freunde, ihr seht jetzt gerade hier dieses Video, was ich jetzt hier habe. Geht mir davon aus, dass das dieses Video ist, was ihr gerade guckt. Ihr macht einfach einen Doppelrechtsklick drauf. Geht dann auf Bild im Bild, dann habt ihr das im YouTube-Modus hier von YouTube selber eine Funktion übrigens, dass ihr auf andere Webseiten gehen könnt, wie eben Netflix. Und dieses Video hier, was ihr gerade von mir seht, als Facecam hier hinpacken könnt. Dann drückt ihr dort auf Play, drückt hier auf Play und schon habt ihr das Video so, wie es sein soll, Freunde, ja. Gut. Gut, Freunde, wir schauen rein, let's go. Ich drücke auf Play, die Folge geht 23 Minuten und 24 Sekunden. Drückt auf Play, Freunde, 3, 2, 1, go. Man muss dieses Intro lieben. Ich sag's immer wieder, aber es ist so. Es ist einfach so, ja? Real Talk an dieser Stelle. Ach, Leute, da bin ich doch dabei. Da bin ich doch dabei. Okay, der little boy. Ja. Das heißt wir. Wer heißt wir? Ehrenlos. Ja. Ich kann's verstehen, Mann. Es ist der Bruder von seinem Dad halt, ne? Boah. Ich kann's verstehen, Mann. Ich kann ihn verstehen. Auf jeden Fall. Boah, geile Mucke. True. Wahre Aussage, Mann.
Ja, wie gesagt, man darf dem Onkel nicht böse sein, Mann. Er hat auch so einen inneren Kampf mit sich, ja. Komm schon. Komm schon. Ich will so eine Armee sehen von diesen Leuten aus dem Dorf. Digga, das wird noch ein ganz starker Typ, Alter. Bruder, ich hätte mit dir gekämpft bis zum Lebensende. Naruto ist so eine Heldenfigur geworden für ihn, so. Ich mag den echt gerne, den Jungen. Ich mag den echt gerne. Also, danke an alle, die mir ein bisschen was zu den Hunden erzählt haben, by the way. Der fette Hund ist so krass gut. What? Boah, diese Blitze sehen heftig gut aus. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh nein. Oh nein. Zabuza hat noch was in der Hinterhand. Ich wünsche echt, dass wir Haku irgendwie rekrutieren könnten. Für uns. Real Talk.
Er wird nicht durchziehen. Er wird im Leben nicht durchziehen. Hat er durchgezogen und es wurde gecuttet, vielleicht in der deutschen Version? No way, oder? Oh, Leute, Sakura! Sie redet! Ja, war klar, dass noch was passiert. Oh, ja, komm, Haku, Bruder. Jetzt macht er den Ehrenlosen. Haku, Bruder. Ja, jetzt springt Haku hier schnell rein noch. Es war klar. Es war klar. Warte, er hat ihn gehittet. Er hat ihn echt gehittet. Er hat ihn gehittet. Er hat Zabuza gehittet. Ich dachte, Haku macht so eine Safe Wall. Ah, es ist Haku. Oder? What? Was ist los, Freunde? Ich sehe doch jetzt nicht, was passiert. Was ist denn los jetzt? Ja, also, was ist jetzt passiert, finally? Haku ist dead, oder nicht? Ja, ich wusste es, Bruder. Ich wusste es. Krass. Das ist eine Menge Blut, Bruder, für eine Serie ab 12, so mäßig. Also nicht, dass es mich stört, gerne mehr. Krass. Bruder, wie das Blut rausgeflossen ist. Krass. Aber die Frage ist, ist Haku dead? Ey, mit so einer Armbrust, das ist fresh. Aus ihm wird noch ein richtiger Krieger, Mann. Und jetzt ist er. Der Onkel kommt jetzt mit, der Onkel kommt mit. Ja, Mann. Ehrenmann. Der Onkel kommt mit, safe. Der Onkel kommt mit. Ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn persönlich. Guter Kollege von mir, der Onkel. Oh. Leute, genau das wollte ich doch. Das wollte ich doch. Mehr wollte ich doch gar nicht im Leben. Krass, Mann. So ist Haku dead? Boah. Das ist eine Menge Blut, Mann. Boah, der ist ein durch, ist sogar ein durch, ganz, der ist ganz durch, der ist ganz durch. Ganz durch. Hä, warum macht Kakashi jetzt nicht noch einen zweiten? Okay, wahrscheinlich, weil sein Chakra aufgebraucht war.
Das Wasserreich. Ist ja alles wertlos auch. Och Mann, er ist so ein Süßer. Ja, hat so echt. Mächtiges Schwert, Mann. Mächtiges Schwert. Ey, blutige Hände sehen krass aus, Mann. Schenkt mir ein bisschen Blut, Freunde. Danke. Krass, Mann. Ist eine heftige Folge, wirklich. Buchempfehlung an dieser Stelle. Das denke ich mir 24/7. Complicated. Boah, Breakdance. Bruder. Boah, dieses Laufen hört sich so satisfying an gerade. Das ist so ein satisfying Laufen. Boah. Ja, er ist nicht dead. Alles easy, Jungs. Alles gut. Alles gechillt, Leute. Also vielleicht ist er jetzt dead gerade, aber er wird auf safe ja reanimiert so. Ist ein bisschen schade, dass man das direkt checkt, dass er nicht tot ist. Ehrenmann, Alter. Sehr, sehr weiser Mann. Ist eine Menge. Krass. Hä, wie konnten die Tränen denn auf seinem Face landen gerade? Huch, ist er 3 Meter weit weg. Dann gute Nacht. Sorry, dass ich gelacht habe. Ist ein emotionaler Moment eigentlich gerade. Aber wie er es gesagt hat. Ja, aber dann gute Nacht. Ehrenmann.
Kakashi sieht so geil aus, Mann. Ich möchte wirklich Kinder mit ihm zeugen, glaube ich, Leute. Hört, die Musik ist wieder da. Oh. Guckt ihn euch an. Er hat so viel Klasse einfach. Oh. Oh, ich dachte, es kommt so ein Super-Move, Alter. Es ist... Was? War das gerade Gao? Bruder, die Muskeln durchtrennt. Ist Gau, oder nicht? Das ist. Ja, ist er. Ist er. Ja. Yo. Fick dich, neue Folge, Mann. Fick dich, Alter. Fuck it, Mann. Ich werde auf jeden Fall jetzt direkt die nächste Folge aufnehmen. Ey, entweder haben wir jetzt den übertrieben heftigsten Clash von dem Dorf gegen die Laute von Gao. Was ich hoffe. Ich hoffe es mit meinem ganzen Herzen, Alter, dass wir diesen Fight sehen werden. Oder. Wir haben Kakashi, Naruto und vielleicht auch mal Sakura und einen aus Wundern wiederbelebten Sasuke gegen die Gang da. Ich weiß es nicht. Oder Naruto macht Doppelgänger, aber ich weiß es nicht, Mann. Aber ich muss sagen, ich fand die kleine Backstory mit dem Boy cool und ich hoffe auch wirklich, dass wir noch so ein. Ich möchte so einen heftigen Fight halt haben, so. Die Leute von Gao gegen das Dorf. Was ja. Sowieso dieser Beef gerade ist. Die Leute von Gao gegen das Dorf. Und jetzt aber wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das Dorf, alle Leute zusammengeholt, der kleine Junge mit der Armbrust und die Leute von Gao, diese Halbstarken, ja. Das wäre geil, Mann. Diesen Fight möchte ich sehen. Diesen Fight möchte ich sehen. Und es ist ja logisch, dass Sasuke wiederbelebt wird, weil ich ja auch weiß, dass Sasuke so ein Main-Character ist. Und ich ja auch weiß, dass er in den nächsten Staffeln und in den Spin-Offs und blablabla dabei ist. Das ist halt ein bisschen schade, so dass man weiß, dass sie nicht einfach so einen Main-Character killen werden. Aber ich bin gespannt, wie er wiederbelebt wird, beziehungsweise ob er jetzt wirklich tot ist oder ob man auf einmal checkt, dass wegen seinem Chakra oder whatever, wegen dem Sharingan, wer weiß denn, dass er. Aber auf jeden Fall wird er wiederkommen, so ja. Da bin ich gespannt, wie das passieren wird. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, war es das an der Stelle mit Folge 18. Wir sehen uns weiter. Wir sehen uns wieder bei Folge 19. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Lasst mal eure Meinung gerne dazu da. Und dann war es das an der Stelle bei Fresh und ciao.